Meistens kennen wir nur die Liebe zwischen Eltern und Kindern, Ehefrau und Ehemann oder seinen eigenen Geschwistern. Darüber hinaus geht es nicht. Als der Islam kam, vereinte er die Menschen auf eine Art und Weise, die keine Lebensanschauung davor schaffte. Ob schwarz oder weiß, Araber, Afghane oder Türke, sie wurden zu Brüdern und Schwestern. Obwohl sie aus verschiedenen Familien und Heimatländern stammen, die Hautfarbe oder Nationalität spielte dabei keine Rolle mehr. Der Islam stärkte ihre Bindung, indem er dazu anspornte, sich gegenseitig zu besuchen, sich bei Problemen zu helfen, die jeweils andere Person sich selbst vorzuziehen und stets für die Person Dua zu machen. Heutzutage sehen wir aber, dass die Menschen sich nur noch für sich selbst und vielleicht nur noch für ihren engsten Kreis interessieren. Und wie es ihren muslimischen Geschwistern geht, ist ihnen völlig egal. Das gegenseitige Besuchen und das Anbieten von Hilfe ist aus unserem Alltag verschwunden. Es darf nicht dieser Egoismus in uns herrschen, sondern die Liebe füreinander und für unseren Dien, der uns geehrt hat. Sogar einem Bruder zu sagen, dass man ihn um Allahs Willen liebt, fühlt sich komisch an. Denn ihr kennt euch doch gar nicht und seid auch nicht miteinander verwandt. Sagte nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn zwei Männer einander um Allahs Willen lieben, so ist der vortrefflichere von beiden derjenige, der die stärkere Liebe für den anderen empfindet. Und das sah man auch bei den Gefährten radiallahu anhum, als einer einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, O Gesandter Allahs, wahrlich diesen liebe ich. Da sprach der Prophet zu ihm, hast du ihm das mitgeteilt? Er antwortete, nein. Und der Prophet befahl ihm, setze ihn darüber in Kenntnis. Er holte ihn ein und sagte ihm, ich liebe dich um Allahs Willen. Der Mann erwiderte, möge dich derjenige lieben, um dessen Willen du mich liebst. Dies sind nur einige Beispiele von vielen Ahadith und Versen, die es gibt. Sie verdeutlichen uns, wie wichtig es ist, dass wir als Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder unsere Bindung stärken und gemäß dieser Bindung auch handeln. Füreinander da zu sein und die Ausdrücke seiner Liebe gegenüber seinen Geschwistern sind ein Wettlauf voller Belohnung und Vergebung. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte zwischen Bilal und Abu Dharr radiallahu anhu. Einst hatten Abu Dharr und Bilal radiallahu anhu einen Disput. So dann sagte Abu Dharr in einem Moment der Wut, du Sohn einer schwarzen Frau. Dies kam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Ohren. Der sagte, O Abu Dharr, hast du seine Mutter beleidigt? Du bist ein Mann, in dem immer noch etwas an Jahiliyya steckt. Abu Dharr verließ die Moschee, mit Tränen aus den Augen strömend, und ging zu Bilal. Als er Bilal sah, setzte er seine Wange auf den Boden und sagte, ich werde nicht aufstehen, bis du deinen Fuß auf mein Gesicht setzt. Du bist der Edle und ich bin der Niedrige. Bilal fing an zu weinen. Er näherte sich Abu Dharr, brachte ihn zum Aufstehen und küsste ihn auf genau diese Wange. Dann umarmten sie sich und weinten zusammen. Nicht nur, dass Bilal radiallahu an ihm verziehen hat, sondern er weinte sogar gemeinsam mit ihm. Was ist das für eine gewaltige Liebe zwischen Geschwistern? Was ist denn nun mit uns passiert, dass wir aufgehört haben, uns gegenseitig zu lieben, füreinander da zu sein und uns die Chance dieses Segens entgehen lassen? Sind unsere Herzen schon so tot, dass wir vergessen haben, dass dieser Dien es geschafft hat, uns zu vereinen und uns zu einer Umma hervorgehoben hat, mit verschiedenen Hautfarben und Nationalitäten? Das Leben ist heutzutage von Problemen, Herausforderungen und Sorgen überdeckt. Aber trotzdem darf es nicht zu einer Versuchung werden, die uns voneinander trennt. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Wir sind ein Körper. Wenn ein Teil leidet, so leiden wir alle. Und das dürfen wir als die beste Gemeinschaft nie vergessen. Also wenn du deinen Bruder das nächste Mal siehst, dann zeige ihm deine Liebe und frage ihn nach seinem Wohlergehen oder ob er etwas braucht. Denn dies ist eines der Eigenschaften, mit der uns Allah subhanahu wa ta'ala ausgezeichnet hat und die mit großer Belohnung und Segen verbunden ist.